Heute montieren wir Kamera und Mikro an den Helm. So, die ersten Meter auf dem Motorrad. Wenn ihr jetzt dieses Video seht und auch hört, dann hat es funktioniert. Wenn ihr nichts hört, nichts seht, dann hat es nicht funktioniert. Hallo und recht herzlich willkommen zum kurzen Technikvideo. Wie ihr sicher schon im Titel gelesen habt, geht es heute darum, um die Montage der GoPro an der Helm. Und ja, wir gucken mal, was wir alles brauchen dazu. Der Helm sollte natürlich sauber sein, nicht so dreckig wie hier. Deswegen heißt es erstmal Helm putzen. So, Helm und Visier sind geputzt. Was jetzt noch fehlt, ein passender Halter für den Helm. Ich bin da im Internet auf die Firma Chin Mounts gestoßen. Die bieten über 700 Helme die passenden Halter in 3D-Druck. Und wenn wir jetzt mal gucken bei Shoei, also hier die ganzen Shoei-Helme, darunter auch mein Neotec 2. Und ja, ich denke, die Halterung, die wird vorne aufgeklebt aus 3D-Druck. Die Kamera wird dann vorne montiert. Das System trägt nicht arg auf und müsste eigentlich ganz gut passen zum Helm. Von dem her habe ich mir die gekauft und die werden wir jetzt mal montieren. Die Klebestelle sollte frei von Schmutz und Fett sein und ebenso sollte sie etwas erwärmt werden. So, der Halter ist montiert. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ihn vor dem ersten Gebrauch 24 Stunden aushärten lassen. Um später den Mikrofonadapter einstecken zu können, benötigt man auch eine andere Klappe an der GoPro. Weil wenn man die Klappe entfernt, würde sonst der Akku rausfallen. Aber in diesem Fall gibt es aus Aluminium einen Zubehöradapter, einen Deckel, wo man drauf machen kann, wo die Öffnung des USB-Steckers ausspart. Den Original GoPro-Adapter von USB-C auf 3,5 mm wird benötigt, um ein externes Mikrofon an die GoPro anzuschließen. Diesen habe ich mit selbstklebendem Klett seitlich am Helm montiert. Dabei ist zu beachten, dass das Kabel nicht zu straff sitzt und locker eingesteckt wird, dass es nicht während der Fahrt rausgehen kann. Um den Ton sauber von einem externen Mikrofon zur GoPro zu übertragen, benötigt man zwischen dem externen Mikrofon und dem GoPro-Adapter nochmal einen zusätzlichen 3,5 mm Kabeladapter. Diesen könnte man sicher direkt einstecken in den GoPro-Adapter. Ich habe mich dazu entschlossen, noch ein Winkelstück zu verbauen, einfach um flexibler mit dem Kabel am Helm zu sein. Den Stecker vom Mikrofon sowie das Mikrofon selber mit dem Windpuschel habe ich in die Innenseite des Helmes geklebt, das überschüssige Kabel dann mit einer Büroklammer am Kinnteil befestigt und so sollte es eigentlich relativ gut halten. So, das Ganze ist verbaut und wir gehen jetzt mal in den Praxistest, ob das auch funktioniert. Ich werde euch auf jeden Fall unten in der Beschreibung alle Sachen, die ihr benötigt, verlinken. Und ja, schauen wir mal, ob es funktioniert. So, die ersten Meter auf dem Motorrad. Wenn ihr jetzt dieses Video seht und auch hört, dann hat es funktioniert. Wenn ihr nichts hört, nichts seht, dann hat es nicht funktioniert. Aber da ihr jetzt alle dabei seid, gehe ich davon aus, das hat funktioniert. So. Schön warm fahren. Und dann gucken wir mal, ob das ganze Ding hält oder was da genau passiert. Also das Visier ist offen momentan. Ich bin mal gespannt, wie das ist von der... Servus. Tag. Bin mal gespannt, wie das jetzt ist mit den Windgeräuschen. 80. Immer jetzt mal das Visier zu. Es wird wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied sein. So. Jetzt hoffe ich, dass man mich gut versteht, dass nicht zu viele Nebengeräusche sind. Ach Mensch, das ist einfach cool. Ich wollte das schon lange mal machen. Einfach, dass man mal unterwegs, weil das immer das Nachvertun am Rechner, ja, ich weiß nicht, das ist nicht so der Renner.
Aber so können wir einfach ein bisschen freier quatschen. Ja, das Visier. Also für mich ist es eine riesen Umstellung, weil ich fahre zu 99% den Klapphelm offen. Von dem her gibt es eine riesen Umstellung für mich, aber naja, gut. Was macht man nicht alles für euch Zuschauer? Ja, wird man sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Aber aktuell, wie gesagt, für mich eine riesen Umstellung. Aber schauen wir mal, das kriegen wir sicher hin. So, Visier offen, Windschild oben. Ja, mal gucken, wie das nachher aussteuert, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, wenn ich das Visier offen lassen könnte, wäre das echt cool, weil ich kann das echt nicht brauchen. Also ich fahre wirklich zu 99% mit offenem Visier. Aber ja, schauen wir mal. Wenn ich zurückfahre, die Strecke hier, dann mache ich mal das Visier runter. Und die Scheibe runter, dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Aber ja, also wenn jetzt der 3M-Kleber noch hält, dann bin ich echt zufrieden. Und ach ja, Mensch, das freut mich echt jetzt, dass ich da einfach, weil ja, das ist nochmal was anderes, wenn man einfach die Eindrücke unterwegs beim Fahren ist dann einfach nochmal was anderes, wie wenn man zu Hause am Rechner sitzt. Da ist das Ganze einfach echt nochmal ein anderer Schritt. So, dann drehen wir mal hier um, würde ich sagen. So. Da riecht es irgendwie ein bisschen wie Katzen-AA oder Katzen-Pipi. Die GoPro Max, die 360-Grad-Kamera, da habe ich die Linse runter gemacht, das sind so Schutzkappe drauf, weil man hat es in den anderen Videos gesehen, das ist irgendwie, sind die schon verkratzt und also die kommen da hier drüber, über das Teil da, und die waren so verkratzt und dann, wenn man da gegen das Licht fährt oder gegen die Sonne, dann spiegelt das ohne Ende. Ah, pass mal auf, jetzt könnt ihr gleich die Scheibe mal runter machen hier. Mal gucken, wie es die Sichtweite dann ist, ob es dann ein bisschen besser ist. Und dann mache ich da vorne das Visier runter. Zum einfach mal testen, der Unterschied von den Windgeräuschen zwischen Visier oben, Visier unten. So, ich mache mal runter jetzt, ne? Zack. Wahrscheinlich schon die Windgeräusche, wenn das die Scheibe unten ist. Naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich mach's mal wieder hoch. So ist wahrscheinlich ein Tick besser. Ja, das ist auch mit dem Grund, dass einfach das Visier jetzt beschlägt. Ach, ich hasse das echt. Aber vielleicht kann man die Kamera auch seitlich montieren. Haben wir auch schon überlegt. Weil ich will eh noch was gucken, ob man nicht die DJI statt eine GoPro. Weil die lässt sich dann auch mit dem Mikrofon verbinden, mit dem Mic von DJI, und das wäre eigentlich noch einfacher. Dann klemmst du vorne das Mikro rein
Und dann der Helm und gut ist, dann brauche ich keine Verkabelung. Das kann ich über Bluetooth verbinden. Blitzer, jawohl. Jetzt hat er es abgemerkt, aber mir jetzt die ganze Zeit schon hinter drauf hängt. Müssen wir auch langsam machen, da ist auch 30. Da ist schon ein Blitzer. Hallo. Ja, es ist ja korrekt hier. Also durch die parkenden Autos und was sonst hier alles rumsteht, hier ist 30 vollkommen okay. Hier hat es auch mal einen tödlichen Unfall gegeben, das Auto gegen das Haus gedonnert. Ja, das war echt gravierend damals. Der ist in seinem Auto verbrannt. Von dem her, ja, ist vollkommen richtig mit 30 hier. Und miteinander geht es doch besser. Ich fahre ganz rechts, du kannst dran vorbeifahren. Ja, alles gut. Deswegen, miteinander geht es doch immer besser wie gegeneinander. Ja, ihr merkt, ich rede ziemlich viel Stuss wahrscheinlich, aber das Ganze dient ja einer Testfahrt und probieren. Und von dem her, rede ich da einfach jetzt mal, was mir gerade einfällt, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist ja euch überlassen. Hallo! Ja, meine Fans. Ich muss auch mal gucken von der Einstellung von der Kamera, wenn ich so den Kopf schwenke, das macht mir bei anderen Motorradvloggern macht mir das echt verrückt, wenn die so hin und her gucken die ganze Zeit und da wirst du richtig gaga. Ich hoffe mal, aber so wie ich es vorher schon in der Vorschau gesehen habe, müsste das eigentlich ganz gut passen. So. Ja, jetzt ziemlich auf Weitwinkel eingestellt. Naja, ich denke, das muss man jetzt einfach mal alles mal probieren und versuchen und vor und zurück in alle Varianten. Einfach um das beste Setup rauszufinden. Ja, ich hoffe mit der Deadcat da vorne im Helm drin, dass die Windgeräusche ziemlich rausgefiltert werden. Zufahrtsstraße zur Schule, auch nochmal ein Blitzer. Ja, ich sag mal, sowas ist auch okay, das, wenn die Kinder da rüberlaufen, da muss man jetzt nicht mit 60 da durchballern oder noch schneller. Da ist 30 okay und da ist auch okay, dass man da blitzt, das ja, muss nicht sein. Von dem her, manchmal versteht man es nicht so ganz, wenn da ein Blitzer steht, wo wirklich gar nichts ist, aber an solchen Stellen ganz klar. Wo willst du hin? Okay. Kleiner Mustang. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie alles ein bisschen aggressiver, oder? Ich weiß nicht. Cool. Alle sind alle im Stress, jetzt im Osterstress. Gestern Feiertag, morgen Feiertag, Montag Feiertag. Cooler Bronco. Da sind sie irgendwie heute alle ein bisschen elektrisch unterwegs. Also nicht motorelektrisch, sondern angespannt elektrisch. Aber egal, wir haben ja Zeit. Wir waren ja nur eine Testfahrt. Was kommt denn da? Krass! Was war das? Von der DAX oder sowas? Hammer! Im Tiefflug mit angelegten Ohren. Ja, wie gesagt, ich muss echt mal gucken, vielleicht kann man die Kamera auch seitlich an den Helm hinmachen. Das wäre nochmal richtig cool, wenn man das dort irgendwie nachkleben könnte.
weil dann könnte ich nämlich meinen Klapphelm offen lassen und so fahren. Aber ja, gut, man gewöhnt sich dran, das geht. Da muss ich mal gucken, da muss ich nachher die zwei Videos übereinander legen. Die GoPro-Kamera und noch die GoPro Max. Mal gucken, ob wir das irgendwie alles auf die Reihe kriegen, dass wir das übereinander legen im Video. Ja, das hier ist auch so eine Todesstrecke hier. Ich weiß nicht, wie oft wir da mit der Feuerwehr schon waren. Also 10 Stück reichen nicht, wo hier ums Leben gekommen sind. Hier aktuell in den Bäumen auch. Also es ist echt eine Todesstrecke, aber ja, es verleitet halt auch zum Überholen. Und ja. Ja, für die einen ist ein Tunnel, für die anderen Konzertsaal. Ja, das hat jeder schon mal gemacht, oder? Also bitte. Mal im Tunnel mal schön so ein bisschen. Das ist halt einfach cool. Hört sich einfach cool an. Obwohl man bei unserem Tunnel da vorne ein bisschen aufpassen muss, weil der hat einer der wenigen Schwarzlichtblitzer im Tunnel. Ja, also ihr seht, wir sind gut ausgestattet hier im Raum Ludwigsburg mit Blitzer. Aber ja, ist okay. Alles klar. Wir fahren ja eh immer gechillt, von dem her. Alles gut. Servus. Oh ja. Einfach ein cooles Auto. Da gibt es einfach nichts. Ferrari Italia ist einfach ein cooles Auto. So, dann würde ich sagen, fahr einmal heim und sichte mal das ganze Video. Und ja, wie gesagt, wenn das Video rauskommt, hat alles funktioniert. Und es ist so, wie ich mir es vorstelle. Oder, ja, ihr werdet es nie sehen. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.